Mehr als 1000 Tage mussten Wiesn-Fans warten, bis es wieder heißt O-Zapft ist. Aber es hat sich gelohnt. Nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause findet endlich wieder das Oktoberfest in München statt. Die Tore zur Theresienwiese haben sich am Wochenende geöffnet. Tausende haben sich eilig auf den Weg in die Zelte gemacht. Die meisten davon in Dirndl oder Lederhose. Das Wetter war zwar etwas kalt, aber es hat der Feierlaune nicht geschadet. Denn erstmals seit 2019 zieht der traditionelle Trachten- und Schützenzug wieder durch München. Vom Max-II-Denkmal geht es zur Theresienwiese, quer durch die Münchner Innenstadt. Weit vorne im Zug reitet Viktoria Ostler als Verkörperung des Münchner Kindels. Fast schon ein wenig wehmütig. Das ist mein letztes Mal, deswegen also ich werde es ganz besonders genießen dieses Jahr. Und jetzt kommt auch noch die Sonne raus und das sagt mir, ich habe alles richtig gemacht. Wie lange war jetzt die Amtszeit? Ich habe 16 angefangen, also es ist jetzt das 7. Jahr Münchner Kindl und das 5. Mal Wiesn. Viktoria Ostler genießt es, in vollen Zügen das Münchner Kindl zu sein. Ich finde, mir ist es wert, das muss aber jeder selber entscheiden. Also was soll ich da sonst sagen? Ich gehe wahnsinnig gerne auf die Wiesn, einfach allein schon, weil das Essen so gut ist. Und das darf auch Geld kosten. Das ist ein Riesenaufwand, es ist dieses Jahr auch mehrer Aufwand. Also ich finde das in Ordnung. Und das muss aber jeder selber entscheiden, was er da davor hält. Mit dabei ist auch Bayerns Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume. Er hat das Anzapfen natürlich nicht verlernt. Für den Moment fühle ich mich hier im Museumszelt sehr wohl und 2 Schläge sind ja auf der Wiesn so Standard. Die Zahl der Schläge hier auf der Wiesn ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Wiesn dieses Jahr wieder stattfindet. Dass es eine friedliche, gemütliche und auch gesunde Wiesn wird, das hoffen wir uns alle. Ich bin schon voll so großer Vorfreude, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Beim ersten Wiesnwochenende hat das Wetter eher zum gemütlichen Essen und Trinken in den Festzelten eingeladen. Der Ansturm ist groß. Rund 600 Polizisten und Polizistinnen sorgen während der 2 Festwochen bis zum 3. Oktober für Sicherheit. Dieses Jahr findet das Oktoberfest zum 187. Mal statt. Das wohl größte Volksfest der Welt zieht Millionen Menschen aus der ganzen Welt an.